Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder, Osam. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Astro-Colony-Video hier auf meinem Kanal. So, im letzten Video habe ich euch ja, haben wir gemeinsam oder auch nicht gemeinsam, haben wir die ersten zwei Gebäude hingestellt, die elementar wichtig in diesem Spiel sind, und zwar die Sauerstoffproduktion. Solltet ihr das Video noch nicht gesehen haben, einfach auf die oben verlinkte Playlist klicken, dann könnt ihr das Video gerne nochmal angucken. Das sind auch die anderen Videos erklärt. So, das Video baut auf dieses andere Video eben auf. Dass ihr das machen könnt, müsst ihr natürlich Sauerstoff haben, Wasser, Wassertransport, Wasserstoff, Sauerstoffbarriere. Die Sachen müsst ihr freigeschalten haben, sonst funktioniert das nicht. Also, wir haben hier unser Kraftwerk. Das Kraftwerk werkelt so schön vor sich hin. Dann haben wir hier unsere Sauerstoffproduktion. Und als nächstes brauchen wir, und das ist ein bisschen vom Aufwand, ein bisschen mehr, aber es ist nicht schlimm. So, wir brauchen als nächstes brauchen wir hier unseren Icecrusher. Da müsst ihr halt gucken, wie ihr das am besten für euch setzt. Wir setzen den jetzt einfach mal dahin. Am Anfang sitzt grundlegend eh immer falsch. Dann setzen wir hier, wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet, könnt ihr quasi, je nachdem wie viel Material ihr habt, wir sind hier im Sandbox-Mode, deswegen sind die Materialien hier kein großes Problem. So. Dann haben wir das schon mal gesetzt. Dann brauchen wir zack, einmal ein Wasserrohrsystem. Das Gute bei dem Wasserrohrsystem ist, es spielt keine Rolle, ob dieses Wasserrohr oben in dieses Bassin reinguckt oder ob das hier unten reinläuft, an die Glasscheibe ran. Funktioniert beides. Gar kein wirkliches Problem. Nur das war jetzt ein bisschen falsch gesetzt, aber egal. So, dann muss das Ganze hier natürlich noch mit Strom verbunden werden. Dann passt das auch. So, der wird jetzt natürlich hier schon mit Strom versorgt. So, jetzt ist es ganz wichtig. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier raus, setzen das in diesen Icecrusher rein. Ihr seht, der fängt sich an zu drehen. Ihr seht es hier auch, er braucht 10 Sekunden für einen Eiswürfel. Und das hier fängt an, sich mit Wasser zu füllen. Ja, es ist ein bisschen schade, wenn ihr auf dieses Bassin klickt und also auf das Bassin geht mit Linksklick, seht ihr quasi, wie viel gelagert ist. Aber ihr seht nicht, wie viel reingeht. Aber das Gute ist, wenn ihr mal merkt, ah, das sieht mir doch ein bisschen voll aus, ihr könnt es natürlich jederzeit erweitern. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ihr seht auch hier, das Rohr hat sich schon mit Wasser gefüllt. Ich kann es hier mal haben. Na. Zack. Machen wir weg. Dann ist das Rohr wieder leer. Wir können es natürlich auch hier unten hinsetzen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, ihr könnt euch da auch kreativ austoben. Das macht natürlich gar keinen Sinn, das so zu bauen, aber egal. So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Da holen wir nochmal schön ein paar Eiswürfel. Ihr seht, er hatte 6-mal Eiswürfel. Pro dreimal schlagen, kassiert ihr einen Eiswürfel hier raus und ihr generiert nebenher natürlich auch noch Forschungspunkte. Machen wir das auch noch geschwind, dass wir hier ein paar Eiswürfel drin haben. Nachher läuft es eh automatisiert. Ja. Aber am Anfang, deswegen würde ich euch empfehlen, guckt, dass ihr am Anfang diese Sauerstoffbarriere setzt. Dann habt ihr einfach auch das Problem nicht mit dem Sauerstoff, ja, weil der Sauerstoff ist immer genau dann notwendig, wenn man es am wenigsten brauchen kann. So, jetzt haben wir hier Wasser, also wir haben unseren Eiscrusher, wir haben unser Wasserbassin, wir haben den Sauerstoffgenerator mit Rohren verbunden, auch sehr kunstvoll, aber auch sehr sinnfrei. Jetzt gehen wir noch zum Sauerstoffgenerator mit der Taste E. Der generiert nämlich schon Sauerstofftanks. Zack. Macht das nochmal schön aus, dass ihr das auch wirklich seht. Ihr geht hier drauf, dann müsst ihr auf Rezept gehen und hier aktivieren. Dann macht er aus 4 Wasser, macht er einen Sauerstofftank. Ganz wichtig. Ihr seht, was er verbraucht. Ihr seht auch hier unseren Gesamtverbrauch. Wir haben immer noch eine Produktion von 10 Verbrauchen. 6 ist eine Netzlast von 60%. So, und jetzt kommt, das ist aber noch nicht alles. Jetzt ist es mit der Taste F3, die Taste 3, habt ihr diese Barriere. Die könnt ihr auch drehen, die hat nur den Stromeingang.
Ihr könnt die auch beliebig aufsetzen. Am Anfang setze ich die immer gerne mittig auf diese Fahne drauf. Dann wieder mit der Taste F1 und da 3. Zack, zack, fertig. Das war's. Und schon ist eure Sauerstoffbarriere fertig. Das sieht von außen, sieht es eigentlich ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und fertig. Dieses Ding generiert quasi eine Barriere. Der Sauerstoffgenerator produziert quasi den Sauerstoff. Durch die Barriere kann der Sauerstoff aber nicht entweichen. Deswegen habt ihr quasi dann hier diese Barriere sitzen. So, solange ihr jetzt Strom, Eis habt, produziert das diese Barriere und fertig. Das Coole ist, solltet ihr irgendwann mal kein Eis mehr haben, solange diese Sauerstofftanks da sind, alles in Ordnung. Aber ihr habt es nachher eigentlich eh im Überfluss, weil wenn hier nachher die, wenn hier nachher die erste Produktionsstraße durchläuft, siehst du, kommt schon die Warnung, aber ist nicht schlimm. Wir haben jetzt auch, wir haben keine Kohle mehr, alles klar. Gut, dass wir das gesehen haben. Kommt vor. Aber ihr kriegt eine Warnung. So, haben wir nochmal die nächsten 90 Sekunden safe. Holen wir hier auch noch den. Bauen wir den auch noch kurz abstopfen, den unten rein. Und fertig. So, also ihr seht ja hier unten nochmal pro 30 Sekunden ein Kohleklumpen. 6 Kohleklumpen sind drin, sind 180 Sekunden. Oder? Ja, 180 Sekunden. Okay, das war's schon. Also ich persönlich kann es euch nur empfehlen, macht zuerst die Sauerstoffbarriere. Am Anfang braucht ihr Sauerstoff, Elektrizität. Handherstellung, Draht. Klar, braucht ihr auch, sonst macht es mit dem Strom keinen Sinn. Und dann Wasser, Wassertransport, Sauerstoff, Sauerstoffbarriere. Und beim nächsten machen wir hier oben weiter. Wir sind schon am Ende vom Video angekommen. Ihr habt jetzt gesehen, wie man eine Sauerstoffbarriere herstellen kann. Ich würde sie euch empfehlen. Allein deswegen schon, weil ihr die Eiswürfel wie blöd fangt und ihr müsst nicht jedes Mal an die Sauerstoffgenerator hingehen zum Auffüllen. Es reicht, wenn ihr reinfliegt nachher, wartet ein paar Sekunden, der füllt sich genauso langsam auf oder stepweise wie am Sauerstoffgenerator. Sind wir schon am Ende vom Video angekommen. Wenn ihr Fragen habt, dürft sie sehr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin regelmäßig bei Twitch sowie auf YouTube live unterwegs. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, euch dort im Stream live begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch im Stream Fragen stellen zum Spiel. Ist auch kein Problem. Ich versuche es euch immer zu beantworten. Es ist nicht immer möglich. Und ja, wie schon gesagt, alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ihr dürft den Kanal sehr gerne ein kostenfreies Abo da lassen. Ein Daumen nach oben hilft mir, genauso wie es im YouTube-Algorithmus hilft, einfach ein bisschen vorwärts zu kommen, dass einfach mehr Leute dieses Video vorgeschlagen bekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Simon. Ciao.